So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pyroflus World Demo. Demo. Wir lernen nie draus. Anyways, das letzte Mal hatten wir uns endlich für eine Klasse entschieden und haben gewisse Aufträge natürlich erledigt, indem wir uns in die, zum Beispiel hier in der verlassenen Lichtung uns mit einem Mampf-Gumba angelegt haben. Ich meinte natürlich Mapfen-Gumba. Und ja. Und bevor wir uns jetzt zu an den Gumba-Feldern und so generell wagen, haben wir uns doch beschlossen, uns hier ein bisschen umzusehen. Aber was hattest du gesagt? Gumba-Ebene. Gumba-Ebene. Da wachsen ja nicht die Gumbas, die leben dort. Man kann es trotzdem so sagen. Gut, bevor wir das auch machen, wir wollten uns hier ein bisschen umsehen und sind jetzt mir aus Langeweile zu Morrigan Frost gegangen. Denn Morrigan wartet ja nicht mehr unten auf uns, sondern wir müssen Morrigan jetzt auch hier besuchen. So. Müssen wir nicht, aber. Ey, wir können trotzdem, wir müssen lieb sein. Oh, wie schön das. Ja, man weiß nie, wo man anfangen soll. Ich weiß. Oh, wie schön, dass du mich mal besuchen kommst, Choreo. Ey, ist das alles, was du zu mir zu sagen hast? Ja. Alter. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Gut, aber weißt du, ich werde mich jetzt ein bisschen umsehen. Oh, ich sehe gut aus. Was steht da? Ich kann dieses Zettel nicht lesen. Ich weiß. Plüschis! Oh mein Gott, one habit! Okay. Obwohl das. Gut. Ich weiß es. Yeah. Okay. Einmal voller Wasser gleich mal klauen. Okay. Oh! Das ist Morrigans Tagebuch, du Stalker. Oh, ich weiß, es tut mir leid. Du hast vor allem erstmal den vierten Eintrag gelesen. Oh. Wollen wir antichronologischer Reihenfolge gehen? Nein. So, ich bin prepared. Okay, Tagebuch 1. Eintrag Nummer 1. Liebes Tagebuch, heute ist mein 7. Geburtstag. Aber du weißt, dass du warst das Geschenk, was ich von Mama gekriegt habe. Ich bin mir sicher, wir werden beste Freunde werden. Aber meine engsten Freunde sind bereits meine Schwester Sakura und meine zwei Besties Lily und Choreo. Die Partie war cool und ich wünschte, die beiden könnten hier übernachten. Aber ich werde sie ja morgen wiedersehen. Und ich habe immer noch Sakura und dich. Aber ich muss jetzt ins Bett. Ich werde bestimmt daran denken, dir morgen wieder alles zu erzählen. Nachti. Ja, man merkt schon, 7. Geburtstag, daher die wundervolle Rechtschreibung. Wundervoll. Eintrag Nummer 2. Du dürftest immer noch 7 sein, ne? Nein. Ich habe dich endlich wiedergefunden. Vor 3 Jahren habe ich dich geschenkt bekommen und sofort verbummelt. So bin ich halt. Hast du mir das übel genommen, Tagebuch? Du hast meinen Wunsch erfüllt, denn Choreo wohnt jetzt bei uns, übernachtet jedes Mal hier. Aber du musst doch seine Eltern dafür nicht verschwinden lassen. Es macht Spaß, mit Sakura und Choreo zu spielen, aber Choreo wünscht sich seine Eltern zurück. Wenn du es also nicht rückgängig machen kannst, dann werde ich dich wieder ignorieren. Aber erzähl Choreo nicht, dass ich hier darüber schreibe. Ich werde ihn nicht daran erinnern. Ich hab's gesehen. All die Jahre später. Ich hab's alles gesehen. Ich fühle mich heute nicht gut und brauche jemanden zum Reden. Du wirst ausreichend, Tagebuch. Auch wenn ich sagte, ich rede nicht mehr mit dir. Sakura ist ganz krank geworden. Die Ärzte wissen nicht, was sie dagegen tun sollten. Zur Sicherheit wurde Choreo wieder nach Hause geschickt, wo er jetzt alleine ist. Ich darf jetzt mit niemandem mehr spielen und Choreo sehe ich auch nicht mehr oft. Sakura bleibt immer in ihrem Zimmer und da darf ich nicht rein. Ich weiß, dass Papa bald losgeht, um Medizin für Sakura zu finden. Aber ich weiß nicht, ob er es schafft. Ich hoffe es sehr. Ich bleibe stark. So was aber von einer Person, die in 2 Wochen 16 wird. Wenn ich 18 bin, will ich auch Abenteurerin werden. Zusammen mit Choreo. Das ist mein Wunsch. Oh, wir schämen uns weiter. Wir lesen uns jetzt den 4. Eintrag. Schäm dich. Es tut mir leid. Es ist mein Leben, aber es ist das Leben, welches ich wollte. Ich bin stark und gelassen. Und ich gebe mir größte Mühe, Monster zu jagen, um Leute zu beschützen. Aber die meisten Leute, die mir wichtig sind, sind nun fort. Vor der Krankheit hatte ich eine Familie. Jetzt bin ich allein. Ich vermisse Mama und Sakura. Papa ist nie nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Choreo und ich sind seit letztem Winter Abenteurer geworden und lernen so langsam das Monsterjagen. Aber was er braucht, ist ein bisschen mehr Motivation. Vielleicht bin ich aus persönlichen Gründen noch übereifrig, aber so bin ich halt. Ich will vergessen, indem ich so viel tue, dass ich keine Zeit mehr zum Denken habe. Morgen werde ich schon ganz früh Monster jagen und dann vor Chorios Haustür stehen und aufwachen schreien. Haben wir im ersten Part zu spüren gekriegt. Das dürfte vielleicht als Motivation reichen. Aber dafür muss ich jetzt früher schlafen gehen. Sonst schaffe ich es nicht. Und vielleicht bringe ich Sakura nachher ein paar Blumen mit. Ich bin mir sicher, es würde ihr gefallen. Well, wir schämen uns. Ja, schäm dich. Aber wir kennen... Sieht nicht gut aus. Ja, wir... Ich bin nicht blass. Nein! Ich bin nicht blass! Hey!
Oh, wie schön, dass du mich mal wieder stalken kommst, Chorio. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Rein gar nichts ge... Nein, Gumba, geh weg, du hast auch nichts gesehen. Seitdem ich deine Schuhe nicht mehr haben durfte. Weißt du, dann müsste ich erst recht die Schuhe von diesem Gumba klauen. Dann darf er von mir aus barfuß rumlaufen. Okay, dann haben wir mal wieder unsere Minimalerkundung hier abgeschlossen und beschäftigen uns jetzt damit, unser Söldnertraining weiter... Siege 5 Paracarries und 5 Peaks-Gumbas. ...zu machen. Gut, bevor wir das machen, ich kurz meine Ausrüstung gucken. Ich glaube, ich kann nichts Neues updaten, oder? Nee, die Rüstung kriegst du als Belohnung für die andere Quest. Gut, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, um ein paar Gumbas zu verkloppen. Hallihallöche, bist du etwa so ein Pixie-Gumbi? Nein, bist du natürlich nicht, aber du reichst gerade als perfektes Training aus. Stirb! Was? Rejected. Ja, ich wurde gerade hardcore rejected, aber ich bin jetzt wirklich so unbesiegbar, dass ich mir nur noch einen Schaden mache. Jetzt ist mal gut, du Kack-Gumba! Immerhin machst du uns null Schaden! Ja, aber das dauert nicht mehr lange! Jetzt ist mal gut hier! Wieso? Alter, Büroflo, mach die Hexe aus! Danke! Goddammit! So, take that! Das ist kein Einfluss. Sagt der Ersteller des Games. Ich habe wenigstens einen Schuh geklaut. Okay, ein paar Schuhe, aber trotzdem. Hallihallöchen, Pixie. Gumbi. Gumba. Und? Dafür auch keine Übersicht der Lebensleiste. Oh ja, du hast ihn noch nie besiegt, Schuh. Jetzt habe ich ihn besiegt. Geil. Und ich habe Level Up. Du, 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 du. Und ich habe 2 SPs erhalten. Ich gehe mal schnell zurück. So, denn wir können dann natürlich wieder neue Skills erlernen. Am besten, wir sollten hier mal ein bisschen gut nachdenken. Wenn ich jetzt Reflexhieb nehme, dann... Ihr steht ja, ich kann nach einem schnellen Treffer ja dann eigentlich nochmal angreifen, aber es kann auch mal fehlschlagen. Ja, das ist Instant-Angriffe, die kannst du einmal pro Runde sofort einsetzen. So wie der Scanner. Aber Blutklinge... Ist eine schwierige Entscheidung hier. Das wäre nicht schlecht. Naja, aber du kämpfst ja nicht gegen irgendwelche Coopers, die viel verteidigen. Ja, ich weiß. Und Flammenschwert kannst du vergessen, weil du keinen Magieangriff hast. Aber Flammenschwert ist so cool, das ist so voll das richtige Choro-Markenzeichen. Du könntest es nehmen, aber dafür müsstest du dann auf Magieangriff skillen, damit es nützlich wird. Ich gebe auf. Looking oder Reflex? Ich nehme mal Reflexhieb. Okay. Man weiß ja nie. Also ich möchte auch manchmal ein bisschen First Try und dazu hinterher noch mehr drauf knüllern. Ah, Paragumba. Was geht ab? Hey, Paragumba. Du hast mir auch nichts, was in deiner Lebensleiste erzählt. Nein? Nein? Du wirst es nie erfahren. Ich gewinne diesen Fight. Tja. Ich gehe duschen. Ach ja, Blumendusche. Boah, er hat dieses Zeichen hinter dem Rücken. Oh ja. Wie auch immer, Blumenduschen können mich heute mal. Für die Leute, die vielleicht schon vor mehreren Jahren wussten, was Blumendusche ursprünglich war. Es war auch in einem uralten oder in auch, glaube ich, das allererste Projekt, was Büro veröffentlicht hat, und zwar das Super Mario Fan RPG, wo die ganzen Mario-Charaktere Blumendusche konnten. Und das ist ein wundervoller Buff. Und in dieser Version, oder eher gesagt in den Vorgängerversionen dieses Projekts, war es mal die Hölle für mich. Ja, es wurde wieder ein bisschen genervt, aber Blumendusche war in den letzten Versionen ein Instant-Angriff und hat dem Gegner erlaubt, danach noch eine Aktion zu machen. Ja, siehst du, bei ihm ist es nicht hinterm Rücken. Ich habe darauf keinen Einfluss, die haben einfach Bock drauf. Meine Fresse. Ich habe Einfluss drauf, das ist immer in meiner unteren Leiste drin. Okay, wir halten uns aber natürlich an unsere Quest und versuchen mal diese ganzen Viecher so schnell wie möglich auszuschalten. Aber ich möchte auf TPs sparen. Also ich möchte meine TPs sparen, also geh mal sterben. Nein! Konterhaltung! Die tödlichste Attacke des Jahrhunderts. Und zwar ist es möglich, dass er die Angriffe auskontert, was in diesem Fall nicht passiert ist. Er hat eine 50% Chance, für die nächsten 5 Runden gekontert zu werden. Gut zu wissen. Hier, diesmal sollte ich jetzt mal 2 treffen. Dann halt nicht! Weißt du? Oh.
Das war die Ultraverschwendung. In solchen Zeiten wünschte ich, ich könnte rundumhieb wie Markus Pyrrhus Kingdom Hearts. Meine Fresse. Aber leider werde ich es niemals bekommen. Nicht, weil ich kein Marco bin, Gott, was ich Gott sei Dank nicht bin, sondern weil dieser Angriff mir verweigert wurde. So, Pixigumbi. Yeah, was geht ab, Pixgumba? Oh. Konter gilt übrigens nur für normale Angriffe und für Techniken. Also wenn du nutzlose Magie einsetzen würdest, würdest du 100% nicht gekontert. Es gibt aber auch magischen Konter, also Reflexion. Aber nicht in dieser Version. Na dann! So, hier möchte ich jetzt mal, dass du den Paragumba zweimal hau. Okay, no. Wenigstens etwas. Damit bin ich zufrieden. Nein, nicht nutzlose Magie! Ja! Ein Schaden oder auch nicht. Ach ja, wenn Söldner mal wieder Magie einsetzen, das ist wundervoll. Sie müssen auch ihre Grundkenntnisse, was Magie angeht, einsetzen können. Willst du mich verarschen? Also bitte, Paragumba, so haben wir nicht gewettet. Geh mal weg. Dankeschön. Wundervoll. So, gehen wir uns mal hier weiter umsehen. Na, was geht ab? Ich zelte hier, weil ich gerne Gumbas jage. So simpel und einfach. Aber irgendwann machen sie fast keinen Schaden mehr und geben trotzdem noch gute XP. Ich bin halt ein schlauer Abenteurer. Man hat gemerkt, wie lange ich für ein Level-Up brauche. Du bist sehr schlau. Grandios. Oh! Die Handschrift ist schwer leserlich. Die einzigen Worte, die du lesen kannst, sind Rache, Bruder und Gumbas. Oh! Jetzt wisst ihr, warum du gerne Gumbas magst. Tschüssi! Ich habe niemanden getötet! Auch nicht diesen... Nein, ich habe niemanden getötet. Er kann mich nicht dafür verdächtigen. Er hat keine Beweise! Hier, doppelter Angriff! Wieso? Zweimal! Wundervoll! Eines Tages wird der Tag kommen, da werde ich sogar fähig sein, diese Angriffe kontrollieren zu können. Oder wir machen Kritter und vergessen das Ganze. Geht natürlich auch. Oh, so sieht man sich doch wieder. Hier, ich habe ein paar Geschenke für euch. So sieht's doch schön aus. Oh, nee. Dusch. Nur, dass auch die ganze Gruppe duschen kann. Oh, ja. Das ist dann sowieso schlimm. Dusch. Nice! Hey! Ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht nicht mehr gut für mich. Ah, doch noch. Aber ich rede halt so generell für spätere Kämpfe. Aha! Feels rejected! Dann halt nicht. Take that! Ja. Alter, deine 6 Schaden kannst du dir sonst wohin stecken. Statt 1 Schaden, das ist echt eine große Verbesserung. Ja, trotzdem. Ich bin mit der 6 auch nicht zufrieden. Da fehlt eine 9. Oh. Ja, perverser. Choro ist schon wieder zurückgekehrt. Wie sieht's denn eigentlich gerade so bei unseren Quest aus? Wir haben... Uns fehlt noch ein Pixgumba. Oh, da ist er ja. Oh, was? Nope. Einfach mal ausgewichen, Lipp bei mir. Nope. Goddammit, so. Here, take my double attack. Aber nicht auf ihn zweimal. Womit hast du eigentlich gerechnet? Ich hätte damit gerechnet, aber trotzdem, ich wollte es nicht so. Immer diese Leuchtung und Preparing. Hier, take that, du konntest mich nicht auch. Scheiße! Oh, zum ersten Mal. Oh Gott, jetzt machen die aber verdammt viel Schaden hier. Aua! Nein. Das ist jetzt bestimmt. Das ist jetzt eines der schwierigsten Kämpfe des ganzen Spiels bis jetzt. Jetzt ist mal gut! Nein! Alter, Pixgumba, ich hab's schon verstanden. Darf ich dich töten? Scheinbar nicht. Nein. Aber ich will dich töten! Pixgumbi! Danke. Jetzt hat's nachgelassen. Ja, dafür hat er einen Kritter gekriegt. Alter, hat er mich wütend gemacht. Ja. Bevor wir aber zurückgehen, will ich mich noch ein bisschen umsehen. Moment, das ist zu gut. Ich möchte mal zuerst nach rechts gehen. Ich möchte nicht nach rechts gehen. Ich möchte okay. Nach links gehen. Danke. Fuck. Na gut, ich akzeptiere die Challenge. Hier, take that, Gumba. Oh, nee. Konterhaltung und Blumendusche ist bestimmt eine hässliche Combination. Naja, hat sie mich nicht angesetzt. Was mich jetzt eigentlich gerade wundert. Hier, geh weg.
Du machst mir immer noch einen Schaden trotz Blumendusche. Feel the pain! Oh. Oh, er fühlte den Pain. Alter, ich hab damit nicht gerechnet. Okay, die ist desto drei. Was? Da hat sich einer in den Baum versteckt, das habe ich auch gesehen. Was? Ich hab's nicht gesehen! Oh mein Gott. Geh einfach weg, Gumba. Alles deine Schuld. Kurvex ist keine Konterhaltung. Nein, keine nutzlose Magie diese Runde. Du kannst dich so aufbuffen, wie du willst, Gumba. Aber hier endet dein Weg. Trotz mit einem Schaden endet jetzt einfach dein Weg. Hier. Es ist mir jetzt egal, ob du jetzt noch einen zusätzlichen Schaden gemacht hast. Geh einfach weg. Danke. Thank you. Thank you. Wir haben noch mehr Weißt du, jetzt kriegen wir so viele Schuhe, ne? Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen verarscht. Falls es dich tröstet in der Vollversion, kannst du sie noch gebrauchen. Oh gut. Hammer. Wir haben Hammer gefunden. Zweimal. Okay, was haben wir hier im Angebot? Halt! Dieser Weg ist derzeit gesperrt! Mitglieder vom Schwarzen Spiegel unterliegen dem Reiseverbot, welches vom Kommandant Jacome auferlegt wurde. Lasst euch dieses Embargo. Lasst euch dieses Embargo eine Lehre sein, ihr unkooperativen, gesetzlosen Affen. Ich slap deine Mutter. Einfach so. Einfach weil das jetzt so unpassend für mich ist. Weil du mir den Weg versperrst. Hier. Was? Doch nicht! Was? Ich dachte, der Gumba wird zweimal angegriffen. Nein, ich hoffe mal, ich wollte das nicht hoffen. Hier! Keine Konterro. Ich sagte keine Konterrunden! Take that! Oh, ich habe sogar recht gehabt. Gut, ich glaube, wir haben jetzt hier vorerst mal genug geklaut und machen das mal auf den Rückweg. Das ist wie diese Leute. Die an der roten, oh Gott, ich vermühe. Oh Gott, Pyroflo, please. Die an der roten Ampel stehen und sagen, jetzt wird sie grün. Wird sie nicht grün. Und jetzt. Immer noch und nicht. Jetzt. Und dann wird sie grün. Ah, ich hab's doch gesagt. Ja. Oh Gott. Okay. Gehen wir jetzt zurück und holen unsere Belohnung ab. Da bist du ja wieder, Chori. Und wie ich sehe, warst du fleißig. Gute Arbeit. Du bist ein wahrer Söldner geworden. Yeah! Ich krieg Merkur-Set und Level und XPs. Und ich habe noch kein Level-Ups, noch lange nicht. Wie auch immer, wir tragen jetzt alles von Hand. Und sind jetzt OP geworden. Nice. Und haben eigentlich sehr viel Geld bis jetzt. Für meine Verhältnisse zumindest. Hey, du verkaufst doch. Dass es dort noch was Interessantes für dich gibt. Du kannst ja trotzdem unsere Zweihandklinge. Dann kannst du ein Schild nicht tragen, aber ja. Du könntest es einsetzen, wenn du Zweihandschwerter nutzen möchtest. Das heißt, ich kann zweimal angreifen? Nein, das heißt, ein Zweihandschwert ist einfach ein Großschwert. Also es ist sozusagen, dass du beide Hände brauchst. Also im normalen Schwert hast du ein Schild in der Hand und das andere hältst du Schild. Und ein Zweihand ist wie ein Monsterhunter, brauchst du beide Hände dafür, weißt du? Oh. Es sind stärkere Waffen, aber du kannst dadurch kein Schild tragen. Gut, merke ich mir. Was mache ich da? So. Hey, Chori, es gibt etwas, was ich mit dir bereden möchte. Dein Training lief gut soweit und ich denke, es wird Zeit, dich mal auf eine richtige Mission zu schicken. Du kennst dich ja nur schon etwas aus der Gumba-Ebene, aber wusstest du, dass es dort einen Dungeon gibt? Einer unserer Spione behauptet, dass dort ein legendäres Monster, der Gumba-König, drin lebt. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, ob dies stimmt und wenn du ihm begegnest, eliminiere ihn. Darf ich nicht mal seinen Finger mitnehmen? Nur die Finger? Schade. Wenn du also wirklich einer von uns bist, dann wirst du es mit ihm aufnehmen können. Wir haben dich immerhin gut vorbereitet. Ich dachte, beobachtet. Der Gumba-König hat übrigens keine Finger. Ich weiß, aber lass mich dumm sein. Ich rede hier von nicht vorhandenen Fingern. Es ist genauso, wie als ob wir hier gerade von nicht vorhandenen nackten Füßen reden. 250 XP! Es wurde erhöht. Oh ja. Gut, das begleicht wieder unsere Schulden von damals. Choro hat bei seinem ersten Playthrough die 200 XP, die ihm versprochen wurden, nie gekriegt. Du kannst übrigens die die LP-Schriftrolle einsetzen. Ich habe Let's Play-Schriftrolle eingesetzt. Danke. Oh mein Gott, meine Fresse, bin ich behindert.
Bevor wir aber nach oben gehen, möchte ich ins Bettchen, weil ich habe keine Lust, Items zu verschwenden, nur um wieder voll geheilt zu werden. Und ich tue das nicht gerade innerlich nur, damit ich meine MPs wieder aufgeladen kriege, falls ich wieder dumme, nutzlose Magie einsetze. Nein, Büro, für so eine Art von Mensch bin ich nicht. Doch. Nein, eben nicht. Siehst du, ich habe gespeichert. Das war der wahre Sinn dahinter. Diese Speicherplätze hier haben nichts damit zu tun. Siehst du, ich habe die Gegend jetzt verlassen und ich verlasse diese Gegend jetzt auch. Oh. Nur ein Katzensprung lang, weit entfernt. Deutsch, wieder versagt. Okay. Warum? Du kannst dir ja Proviant kaufen, wenn du so viel Geld hast in der Taverne. Stimmt. Mehr Lebenstränke. Wollte LP-Tränke sagen, was? Sind es ja auch. Ja, schon, aber... Du kannst es nennen, wie du willst. Ja, genau. Okay. Warum nicht? That's happening, ja. Erhöht die maximale HP um Stufe... um eine Stufe für 5 Runden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, eine Stufe bedeutet 25... Ja, 25% sind das. Und du kannst es halt stacken auf zweimal. Das heißt, du hättest 50% mehr HP. Aber halt nur für 5 Runden. Deswegen weiß ich nicht, ob das so nützlich ist für dich. Nein, das darf lieber Toad haben. Ich warte auf eine größere Beute zum Essen. In der Vollversion gibt es ja auch Items, die deine HP und deine ATK und so weiter für 5 Runden erhöhen. Und das ist dann doch wohl eher etwas für dich. Ja, genau. Außer ich stecke das mit dem Roastbeef auch mit hinterher. Hey, Gumbo! Ich möchte mal kurz meine Ausrüstung testen. Also brauche ich so kleine Opferinos wie dich. Hier! Opferino-Test! Opferino abgewehrt! Take that! Hab immer gespannt, was du mit deiner Konterhaltung diesmal erreichen wirst. Ha, gar nichts! Ganz genau! Geil. Unterwerft euch meiner Macht. Nein. Naja, Söldner haben sehr viel Leben und Verteidigung. Das heißt, es ist am einfachsten, ein Söldner zu sein. Das wiederum sieht. Zumindest für den Anfang. Ah. Weil später fehlen dir halt die anderen Werte, aber du kannst ja andere Teampartner mitnehmen. Ah, schade, so nah und doch so fern. Ja, dafür haben wir jetzt hier eine dreifache Doom-Dusche, genau. Doom-Dusche. Die Doom-Dusche. Haltung. You're doomed. You are doomed, asshole. Oh Gott. So, nochmal. Und diesmal nicht den gleichen. Dankeschön. Danke. Hammer. Würde ich in diese... Genau, die Fense. Ich geb einen Fick auf dich! Oh Gott, die machen aber trotzdem immer noch viel Schaden mit dieser Dusche. Hier! Immer noch ignorieren! Und jetzt stirb! Ha! So, kommen wir doch schnell an unser Level up ran. So, bevor wir in diese Hülle da reingehen, sehen wir es mal hier um. Was haben wir hier? Da ist ein Fass. Ich liebe Fässer. Ich geh's da rein! Bin nicht prepared. Oh, meins! Oh. Du bist kein Dieb, Choro. Du bist nur ein Söldner. Oh. Ich bin eigentlich nur hier, um meinen Eltern zu beweisen, dass ich die Qualifikation dafür habe, eine Abenteurerin zu sein. Es ist zwar nicht viel, aber in der Goomba-Ebene gibt es gute Kämpfe und sogar einen Dungeon. Ein altes Buch namens Kampfkunst und Taktik. Möchtest du es lesen? Schäm dich! Schade. Nein. Oh Gott. Magie ist die antike Form der Arkanen und nicht Arkanzauber. Und auch wenn sie nicht die am weitesten verbreitete Form von Kampfkunst ist, so ist sie doch die bekannteste Alternative zum normalen Angriff. Als Magie kategorisiert man Zauber, die MP verbrauchen. Und sie zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie magische Angriffe darstellen, obwohl es Ausnahmen gibt. Um zu erkennen, ob ein Zauber ein magischer Angriff mit MATK, ein physischer Angriff mit ATK oder ein sicherer Treffer ist, sollte man darauf achten, wie sich der Anwender vor dem Zaubern verhält. Bei magischen Angriffen steigt der Magiekreis auf, bei physischen Angriffen brennt der Energiekreis um den Anwender rum. Und bei sicheren Treffern leuchtet der Anwender kurz vorher auf. Als Techniken bezeichnet man jene Fähigkeiten, die im Kampf durch starken Willen ausgelöst werden. Dieser Wille lässt sich bei Abenteurern in TP messen.
Je mehr ein Abenteurer kämpft, desto mehr steigt seine Bereitschaft, Techniken einzusetzen. Techniken sind ein Zwischenpunkt zwischen normalen Angriffen und Magie und sind meist physische Angriffe, obwohl es Ausnahmen gibt. Dreierbolzen von Zauberern ist eine Technik, die als magischer Angriff gewertet wird. Es existieren auch hier sichere Treffer, oft in Form von einer Stärkung des Anwenders. Wie bei Magie auch gilt, ist bei Techniken zu beachten, wie der Anwender sich vor der Technik verhält, um möglichst nicht gekontert oder reflektiert zu werden. Spezialfähigkeiten unterscheiden sich komplett von den vorher erwähnten Kategorien Magie und Techniken. Spezialfähigkeiten werden im Kampf nicht als Option gezeigt. Diese Fähigkeiten können entweder nur außerhalb vom Kampf eingesetzt werden oder sind bereits in Kraft ohne Bedingung, in welchen Fällen man von einer passiven Fähigkeit spricht. Auch du hast eine, Choro, du wusstest es nur noch nicht. Spezialfähigkeiten, die man außerhalb vom Kampf aktiv einsetzen kann, kosten entweder MP, HP, TP oder nichts. Du kannst dir unsere Skills mal ansehen. Oh! Es gibt da noch keine Spezialkämpfe, das heißt, es hilft dir nicht, aber du kannst es einsetzen für 100 Schritte. Ich hab's eingesetzt! Und deine passive Fähigkeit, die die Chance auf kritische Treffer um 5% verringert. Also einen kritischen Treffer zu kassieren. Achso, ich wollte gerade sagen, was? Ich kann keine Kritter machen? Doch kannst du, hast du doch gemerkt. Ich weiß. Okay, ja, aber die ist schon selten, ne? Okay, wie auch immer. Es gibt Klassen, die auf das Kritter landen, ja. Kann ich das Ding ansprechen? Gut! Okay. Wir wissen genau, was in der Demo passiert, also was vor der Demo damit passiert ist. Genau, deswegen frage ich noch schnell nach. Game-breaking! So. Okay. Auf dem Boden liegt ein Abenteurer, der verwundet zu sein scheint. Toll, jetzt habe ich extra Geld ausgegeben, nur damit ich jetzt jemandem so etwas geben darf. Here, it's for you. Ah, ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank für den Lebenstrank. Hier, lass mich dir ein paar Cents dafür wiedergeben. Kriege ich ein Level up? Scheiße. Also nochmal, vielen Dank, du hast mich gerettet. Ich bin übrigens Dungeon Hunter Junior. Ich bin ein Abenteurer, Söldner, um genau zu sein. Ich bin mehr oder weniger ein Experte, was Dungeons angeht. Wenn du etwas darüber wissen möchtest, frag mich einfach. Hey, möchtest du irgendetwas über Dungeons wissen? Ich kann dir gerne helfen. Keine Ahnung. Ich meine, Dungeons sind Orte, die Monster ihr Zuhause nennen. Und sie verteidigen es auch sehr aggressiv. Außerdem leben dort auch oft stärkere Monster als üblicherweise. Im Herzen des Dungeons gibt es oft den Anführer der Monster, einen Boss. Oftmals ist es auch Rätsel oder Hindernisse, die aufgestellt sind, um niemand Unbefugten tiefer in ihr Zuhause vordringen zu lassen. Und das sind so ziemlich die Basics von Dungeons. Boah, keine Ahnung, was du da erzählt hast. Ich sollte diese Witze auslassen, Mann. Wir befinden uns gerade beim Eingang von Goomba Dungeon. Hier leben vor allem Goombas und der Goomba-Ebene und vielleicht sogar ein paar andere Arten. Ich weiß, dass der Boss hier der Goomba-König ist, weil ich ihn eigentlich jagen sollte. Merkt man, du bist am Eingang gestorben. Hast du die Treppen runtergefallen? Ah! Ja! Okay. Aber leider hat mich ein Peaks Goomba immer Oh, I know that pain. Und ich musste mit letzter Kraft fliehen. Zum Glück sind die Rätsel hier dafür nicht sonderlich schwer, weil Goombas relativ dumm sind. Und das ist so alles, was du über den Goomba Dungeon, Goomba Dungeon, genau. Das sind die dummen Goombas. Meine Fresse, da verwechselt man das G und das D mal instant. Die Schätze. Monster krallen sich oft Schätze und legen sie hier in Dungeons in Truhen. Ich habe eh keine Verwendung sie dafür. Haben eh keine Verwendung. Sie haben eh keine Verwendung dafür. Niemand hat das gelesen. Also ist es für Abenteurer lukrativ, diese Truhen zu plündern. Meistens bewacht der Boss die Schätze, aber ich bin mir sicher, hier und da in Dungeons findet man 1-2 Truhen. Einfach so. Einfach so. Das sind die Basics für die Schätze in Dungeons. Vielleicht findest du ja welche. Gut, werden wir aber Schätze finden, das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr doch gerne bewerten. Und schreibt es in den Kommentaren, was ihr zu dem heutigen Part haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns den Dumba Dungeon stellen. Und nicht den Goomba Dungeon, nein, nein. Und bis dann, tschüss, tschüss, tschüss. Und, mehr Maus. Bis zum nächsten Part. Adios!